großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, aber erst bei die Zeiten, Claire. Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Hülkenberg war zwar nicht berauschend, aber immerhin bedeutend besser als Hamilton in der letzten Saison. Er mit einer 1,21,4 auf den roten, wir mit den roten 1,20,4. Ja, und mal gucken, wo wir dann wirklich stehen, gegenüber ihm und auch anderen Fahrern. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Das Qualifying aus dem Albert Park. Die Aero hat sich bestimmt verbessert. Sie waren im Training unheimlich schnell. Ja, fast schon schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Ich fühle mich fantastisch. Fantastisch mit diesem Motor, Aero-Paket, der Wagen. Wie eine Eins. Klasse, das war dann alles. Ein Ausscheiden in Q1 darf nicht sein. In Q2 eigentlich auch nicht. Q3 muss das Ziel sein. Vier Nachrichten. Wir sind zuversichtlich, sagt der Günther. Die Emma hat hohe Erwartungen. Der Chef hat eine Wettervorhersage. Und eine Strecke. Wunderbar, dann können wir auf dieser fahren mit Reifen bei Wetter. Wir beginnen jeden Moment mit der heutigen Qualifying Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Also dem Carlos steht dieses Red Bull Outfit. Kann man durchaus sagen. Es wird hart, das nächste Qualifying zu erreichen. Naja. Aber wir wissen, dass du dir Mühe gibst. Unser Qualifying-Ziel war die 3. Und wir haben Lila geschafft. Qualifying-Tempo-Ziel. Genau so und nicht anders gehen wir mit diesen Einstellungen ins Qualifying. Oh. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Nico hat ganz lange auf sich warten lassen im freien Training, bis er rausgefahren ist. Jetzt legt er gleich vor uns los. Rote Reifen, er gönnt sich nicht die gelben. Blaue Lämpchen, genau. Chef, sei leise. Alles klar. Wetterbericht. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Wie haben die Teile sich so abgenutzt im Training? Naja, etwas halt, ne? Auf der Strecke liegen wir gerade ganz gut, da will ich bleiben. Der Renault will ich nicht vorbeilassen, nach vorne ist Platz. Soll ich hier irgendwas vorzeitig beenden an dieser Stelle? Das ist der Plan. Dann wollen wir mal.
Einer kommt blöd raus. Ist weit innen. Ging noch gut. Ist weit vom Scheitel weg. Nächste Runde wird hoffentlich besser. Mist, weit innen. Eindeutig zu weit innen, da war zu viel Ranschen im Spiel. Die Kurve besser erwischt. Aber da muss noch einiges mehr gehen in Rundenzeit. Und zweite Außen. 3,4 Tankrunden noch. Ich breche die Runde mal ab. Unser Teamkollege vor uns, der fährt jetzt rein, schätze ich. Dann haben wir wieder freie Fahrt. Wieder zu weit innen, Mann. Oh, da kommt das Heck rum. Wieder zu weit außen. Halbe Sekunde schneller. Viereinhalb Zehntel schneller. 2,1 Tankrunde noch, wir fahren die Runde noch. Mann, schon wieder zu weit innen. Gibt's doch nicht. Auch wieder zu weit innen.
Schöner Ausgang aus der letzten Kurve. Oh, mit Wandmitnahme. 20.3, Platz 4. Da geht schon noch mehr. Nase ganz geblieben. Status dem Kollege hinter uns. Er ist auf Rang 5. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,20,3. So wie wir. Oh, Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 20,3. 1,19,5 vielleicht der Verstappen. Ich habe keine Ahnung. Glatt geraten. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,19,6. Na, sogar noch etwas langsamer. Bin auch viel zu weit weg. Also Q1 erstmal überstanden, aber da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Status Konkurrent. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Noch ohne Zeit. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Update Session. Wer ist auf der 2? Also, knapp vor uns in dieser McLaren? Session sind im Moment Verstappen, Leclerc und Hamilton. Nee. Und wir sind vor Hülkenberg, Sainz und Weber. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 19,6. Das Böse ist, alle können sich noch verbessern. Gut, vielleicht Alpha Sauber nicht mehr, das weiß ich nicht, aber alle anderen schon. Auch die, die gerade vor uns liegen. Die Rosanen, Red Bull kann kommen. Allen voran auch wieder McLaren. Mal gucken, wie schnell. (26.4, 26.5, 21.6, 21.6, 32.2, 32.1) Der Lukas ist schon auf der 7. Und ist nicht mal eine Zehntel hinter uns. Oh oh. Na gut. Kimi nur auf der 17. Ja, die anderen sind besser gedacht, als sie auf dem Leistungsdatenblatt stehen. Giovinazzi ist weiter, aber Kimi wird kein Thema sein. Wir letztendlich auf der 10. McLaren steht vor uns. Einer ist ausgeschieden, der Butler. Quert, Butler, Kimi, Ricciardo und Kubica sind ausgeschieden. Okay, eine 20-3 muss geschlagen werden. Fahren wir bloß eine Runde, ja. Noch mal kurz nach, was wir in den letzten, vor allem in der letzten Saison so gefahren sind. Für eine Reifenstrategie. Letzte Saison mit den Gelben gestartet, dann mit den Roten. Ab Runde 13 gefahren. Davor bis Runde 11 auf Rot und auf Gelb nach Hause. Gelb und Rot war bisher immer das absolut bestimmende Thema. Gut, dann starten wir, damit wir nicht ausscheiden auf den roten Reifen. 5 Kilogramm haben wir dabei, dann geht's raus. Fertig. Ja. Wir hätten auf dem Leistungsdatenblatt einen Vorsprung gebraucht. Weil die ganze Konkurrenz sich verbessern kann. Wir haben einen Rückstand auf die Rosinen und die anderen sind gar nicht so verkehrt, wie es scheint.
Jeff, sei leise. Bestätige. Also mit dem Titel wird das eine ganz, ganz schwere Nummer. Und wenn es eben überhaupt nicht Thema sein sollte, dann hoffe ich einfach wieder, dass wir so viel Spaß haben wie in der letzten Song, weil da gab es sehr viel Spaß. Da waren sehr, sehr fordernde Rennen dabei und auch teilweise knappe Dinger in letzten Runden. Ich sag nur, na, die letzten beiden Rennen. Aber auch das Russland-Rennen zum Beispiel. Oder auch Mexiko. Und noch ein paar andere. Hoppala. Hauptsache, wir leben keine Saison, wo wir weit weg von allen anderen sind. Das wäre richtig langweilig. So. 1,20,3 muss unterboten werden. Mercedes hinter uns. Geht doch mal wieder in Kurve 1. Alpha sauber vor der Nase. Und zu spät gebremst, nicht gut. Damit Kurve 1 wieder zunichte gemacht. Eingelenkt. Leichter Windschatten, hoffentlich nervt er nicht noch in den letzten Ecken. Schön, wie die Sonne wieder steht. Leichten Windschatten gibt der Giovinazzi. 1,19, nein, 20,1. Könnte reichen, aber wir fahren nochmal raus. Mit frischen Reifen. Ohne den blöden Fehler in Kurve 3 hätten wir eine 19er hinbekommen, denke ich. Eine Rosa hinter uns, wer weiß, ob der gerade schnell fährt. Ich gebe mal Gas. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 11. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,21,1. Eine Sekunde hinter uns und überhaupt viel zu langsam. Update Session. Von den Autos sind folgende vor uns. Verstappen, hinter uns sind Sainz, Vettel und Magnussen. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 19,5. 6 Zehntel vor uns. Na, die ersten Rennen könnte es so sein, dass Rennpunkt vor India von 7 Rennen 6 gewinnt. Dick und breit sind die gerade vorne. Aber vielleicht sind sie ja wieder im Rennen etwas langsamer. Das war ja auch meistens unter letzten Saison im Qualifying richtig heu. Und dann im Rennen etwas Feuer. Gleich wieder rausfahren, damit wir eine frische Strecke haben. Eine saubere, eine freie.
Gott, kein Zehntel Unterschied. Spritkontrolle 5 Kilogramm, okay. Wieder oben die Stromleitung verschwinden im Rückspiegel. Fahrer hinter mir. Leclerc hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:20,2. Der Verstappen hat offenbar alles richtig gemacht. Und das Gute für ihn ist, sein Team steht gerade ganz vorne und er kann es noch verbessern. Aber beschweren will ich mich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit Haas. Das ist ein tolles Auto. Und jedes Rennen Positionskämpfe zu haben, das ist auch sehr viel wert. Wenn man dabei einfach verdammt viel Spaß hat. Ich versuche einfach das Beste aus allen Möglichkeiten rauszuholen, in jedem Qualifying und Rennen. Und wenn es dann reicht, dass wir irgendwie um den Titel mitreden können, dann nehme ich das gerne mit und wenn nicht, dann können wir uns zumindest nichts vorwerfen. So, jetzt knacken wir mal die 20.1. Aus der Box kommt keiner. 6 Minuten 37 Restzeit. Oh Mann. Kam da wegen der Wagen wieder ganz schön quer. Schöner Ausgang, schöne letzte Kurven. 1:19,5 aktuell auf der 2. So, Reifen schon, mit denen starten wir. Die letzten Reifen, die waren etwas zu warm. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 19,5. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 13. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:21,1. So im Bereich 160 bis 190 Sachen klingt der Wagen sehr interessant, wie ich finde. Oder gegen Ende eines Gangs. Es leuchten noch keine Schaltlichter. Kurz davor klingt der Wagen sehr interessant. Kurz bevor die Schaltlichter leuchten. Also gerade eben zum Beispiel. Da rattert irgendwas im Hintergrund. Da schnurrt irgendwas mit. Im fünften auch ab hier in etwa. Hört ihr das im Hintergrund?
Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. 0,3 Tankrunden noch Reifen. Besserer Zustand. In einem besseren Zustand als letzte Runde. Weil jetzt deutlich kühler gehalten. Jetzt auch wieder. Im zweiten Gang bei ungefähr 100 Sachen. Für Q3 nehmen wir dann mal 7 Kilogramm mit oder 8. Sicherheitshalber mache ich 8 aus. Jetzt sieht der Nico mal zu, dass er auch ins Q3 kommt. Wir merken uns vor uns eine 95 und auf der 10 eine 11. 95 und 11. Für uns bleibt es bei einer 95 und aus der 11 wird eine 4. 7 Zehntel ist der 10 Platzierte schneller geworden. Und der Nico ist hinter uns mit einer 1,20,0. Ausgeschieden sind der Strolli, der Bottas, der Gasly, der Hamilton und der Russell. Boah, der Carlos schlägt den Hamilton deutlich. Also platzierungstechnisch und 7 Zehntel. Aber den Platz muss er auch erstmal fahren, diesen 5. 19,5 ist ein starkes Stück. Ich nehme sicher jetzt aber 8 Kilogramm mit. Q3 Reifen. Alles bereit. Nico legt vor. Wir sind im Windschatten von Carlos. Ja, unser ehemaliger Teamkollege. Mittlerweile fahren wir beide nicht mehr für die Ursonnen. Der Carlos seit neuestem und wir schon in der dritten Saison bei einem anderen Team. Jeff, sei leise. Ist angekommen, bestätige. Hinter uns ist ein Mercedes. Dahinter, nee, ist ein Torosso. Dahinter ist eine sehr gute Lücke, aber ich bleib vom Torosso. Wetterbericht. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Zwei Versuche haben wir mit den Reifen. Mit dem ersten geht's gleich los. Musste nochmal leicht lupfen. Der Mercedes kommt hinter uns raus. Stehen links war nicht gut. Aus der Rechtskurve raus. Der auch nicht, scheiße. Okay, kostet uns Reparaturzeit, aber die Reifen haben nicht viel weg. Der eine will nicht vorbei und der Torosso wird damit behindert. Toll.
Okay, erster Versuch war nix. Der will einfach nicht vorbeifahren. Aber sobald er wieder hinter uns ist, will er wieder richtig Gas geben. Ich würde ihm mal raten, bevor seine Runde beginnt, fährt er mal vorbei. Jetzt muss er vorbeifahren. Das war zu langsam. Schnell, schnell reparieren. Vielleicht geht dann bloß noch eine Runde. Weil das dauert ja keine 2 Minuten. Wir haben jetzt noch 8:28 auf der Uhr. Können wir die Nase nicht hier draußen wechseln? Warum muss das eigentlich 2 Minuten kosten? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist Spielmechanik. Es gibt ja hier im Spiel auch 3 Sekunden Strafen. Gut, hier im Spiel kann man sich auch die Mittelstreber von der heiligen Klobrille ausblenden lassen. Aber gerade sowas, 3 Sekunden Strafe, Flügel geht nicht draußen zu wechseln. Sechs Minuten, ich bleib bei 8 Kilogramm. Q3 Reifen. Leclerc auf der 1, nicht der Verstappen. Alle in der Box, wenn wir unsere schnelle Runde starten, haben wir freie Fahrt. Startet das Teamkollege? Er ist auf Rang 8. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 20,8. Auch nicht so gut. Status. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:19,6. Langsamer als wir in Q2. Tankrunden, noch 4 Minuten 40 über. Strecke um uns herum frei. Keiner komplett raus. Na Mann. Schön rausgekommen.
Gas geben, komm, 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 komm. 19,7, Mist. Dann bleiben letzte Runde. Ich kam gleich drum. Nein, 2 Zehntel langsamer. Fünf. Okay. 8 Kilogramm waren genau richtig. 0,4 zum Reinfahren wäre vielleicht etwas zu wenig gewesen. Wenn man nicht reintuckern will. Fahr rein hinter mir. Leclerc liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 19,6. Ist eine ziemlich hohe 19,5. Ob das langsamer war als in Q2, egal. Nochmal 19,5. Schön. Entschuldigung, Jeff. Fahr rein hinter mir, hab nicht zugehört. Leclerc hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,19,6. Status Teamkollege. Wird gerade auf die Schnelle gehen. Er ist auf Rang 9. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 20,8. Er ist selbst schon 20,0 gefahren. Allerdings gescriptet, ne? Auf jeden Fall kann er schneller. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Qualifying beendet. Keiner hinter uns, den wir aufhalten können. Sehr gut. Wird uns noch jemand von der 1 verdrängen? Wir sehen wieder keine Platzierung auf dem Lenkrad. Das wird komischerweise ausgeblendet. Jetzt könnte man sich wunderbar hier das alles weg und die Zeiten und Platzierungen, Abstände auf dem kleinen Display anzeigen lassen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, der Eismann und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Wir starten aus der ersten Reihe. Im rosa Sandwich und der Lukas ist nicht weit weg. Aua! Der hat einen auf dem Papier so schlechten Wagen. Steht so weit vom Butler. Aber auch der Giovinazzi von der 9. Kimi ist ja ausgeschieden ganz, ganz früh. Der Nico hat nochmal eine 20-2 hinbekommen. Also wir auf der 2 hinter dem Leclerc. Dann kommt Verstappen auf der 3. Dann kommt der Lukas, der Sepp, Magnussen, Carlos und der Nico. Alle 4 Deutschen unter den ersten 8. Giovinazzi und Albon auf der 10. Keine Zwischenfälle. Es geht schon mal gut los, aber es wird eben eine bockstarke, eine bockschwere Saison, weil die Gegner bockstark sind. Aber mal gucken, was wir aus diesem zweiten Startplatz machen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.